What a perfect world. It seems harmless enough, like so many photos and videos on Instagram. But there's more to these images than meets the eye. And that's no accident. These posts are designed to manipulate, to draw young people to the right and radicalize them. Seit 5-6 Jahren sind die sozialen Medien zum zentralen Schlachtfeld der extremen Rechten in Deutschland und auch weiter darüber hinaus geworden. Es geht nur um Angst schüren und um die Person so weit zu manipulieren, dass die einem am Ende alles glauben und dann auch zu allem bereit sind. Man bezieht sich jetzt nicht mehr auf das Dritte Reich, sondern man tritt modern auf, tritt nicht mehr in dieser klassischen Springerstiefel-Nummer auf, weil ihnen klar ist, dass ein ehrliches Auftreten nicht zu einem Erfolg führen will. Our research led us to a woman who has left the German right-wing extremist movement, as well as to experts on radicalization. Joined by them, we look at what goes on behind the scenes when seemingly harmless content is posted on social media. This film will show you how right-wing extremists use social media to lure followers. We want to get to know the methods the right-wing radicals are using. That's why we met up with Lisa H. She was prominent on the right-wing scene, but left about 2 years ago. Lisa H. is a controversial figure. To verify her claims, we compared the method she described to us with observations made by experts and research done by other media. This analysis confirmed that she came across the right-wing extremist method herself and adopted it for her own use. We met her in a safe place of our own choosing because Lisa told us that she had been threatened by some of her former cohorts. Lisa was a YouTube star in Germany's extreme right-wing scene for about a year. Her channel was a prime example of right-wing recruitment methods in action. Unkontrollierte Masseneinwanderung spaltet unser Land seit 2015. Heimat geht verloren. Lisa's channel incited hatred against all kinds of perceived enemies. Social liberals, the government, Muslims. She has since taken all these videos offline. Her social media posts reached hundreds of thousands of people. But Lisa H. wasn't always as radical as her videos suggested. At first, she wasn't even aware of it herself, she tells us. It started click by click, post by post. Ich hatte eigentlich die Intention, Frauen zu schützen. Ich habe mich für Feminismus sogar interessiert und bin am Ende in der rechtsextremen Szene gelandet. Also die Gefahr ist extrem hoch, dass man relativ schnell in rechte Lager abdriftet, ohne es eigentlich zu merken, weil es teilweise sehr harmlos aussieht und der Wechsel nach rechts ist dementsprechend so schnell und auch so gefährlich. What exactly draws these people in? As we saw at the beginning of this video, these are not the kind of images we automatically associate with right-wing ideology. And that's what makes this method so dangerous. At first glance, you don't see it. But when you look closely at the hashtags and linked profiles, it becomes clear what's really being promoted. Right-wing extremists exert subtle political influence, especially through social media. This has been demonstrated by both the research center Correctiv and recent studies, as well as our talks with experts and Lisa H. Rechtsextreme wissen, dass die eigentliche politische Botschaft, die sie vertreten, nicht so gut ankommt bei den Leuten, weil sie sehr abschreckend ist. Das heißt, sie verwenden zum einen kodierte Sprache und reden nicht konkret, was sie eigentlich wollen. The same thing can be seen on right-wing social profiles, for example, on Instagram. Harmless, pretty pictures which promote ideals such as tradition, nature, community. The extreme right instrumentalizes these images for recruiting purposes. No sign of shaved heads, bomber jackets, or army boots. The change in imagery used by the right-wing scene in many pictures and posts is plain to see. Man probiert ästhetisch einen alternativen Lebensstil zu zeichnen, von einer heilen Familie, von Werten aus den 50ern, von klassischer Männlichkeit und klassischer Weiblichkeit, von glücklichen Familien, von sehr traditionellem Leben.
On the right-wing profiles, these images can be found mixed up with other posts that symbolise how this perfect world is in danger. We see bloody hands to symbolise supposedly increasing violence, weapons and soldiers as a call to defence, videos that transmit emotional propaganda. This is exactly what Lisa H did on YouTube and Telegram when she herself was a right-wing influencer. Also alles, was bei mir ankam, habe ich automatisch weitergeleitet, weil ich eben damals auch die Intention hatte, ich stand komplett unter Angst und ich möchte, dass die Leute auch unter Angst stehen, damit sie endlich wach werden. Je authentischer man diese Emotionen auch darstellt, beispielsweise eben über YouTube-Formate, desto mehr identifiziert man sich mit dieser Person und desto mehr kommt man dann eben auch Schritt für Schritt in das Weltbild dieser Person hinein. Es geht nur um Angst schüren und um die Person so weit zu manipulieren, dass die einem am Ende alles glauben und dann auch zu allem bereit sind. Last year, when the US Capitol was stormed, we saw how people can be mobilized through social media. In Germany, there were violent protests by COVID deniers. These social media communication strategies reinforce social tensions and pre-existing fears. A 2020 analysis looked at right-wing posts on social media. At the time of the survey, on YouTube alone, the right-wing channels with the most followers had 177 million views. That's a lot. So now we wonder, why does this method work? Experts say most of these people are at a point where life seems to have no meaning. The internet makes it easy for these young people to join a community and find a sense of belonging. Die zunehmende Fragmentierung unserer Gesellschaft stellt ein sehr großes Problem dar. Menschen fehlt es an Gemeinschaften, an denen man teil sein kann. Diese Gemeinschaften finden sie dann im digitalen Raum. Lisa H. says she was in a similar position. The young mother of three often had to provide for her family alone and struggled to make ends meet. YouTube gave her the attention she was missing. After just a few posts and videos, she rose to become an important influencer in the right-wing scene. Und das macht was mit einem, wenn man plötzlich nicht mehr die, so wie ich damals tituliert wurde, asoziale Mutter war, sondern plötzlich die angesehene Frau. Das gibt einem ein sehr gutes Gefühl, was ich immer gesucht hatte. Also man war plötzlich jemand. Man war plötzlich jemand in einer Gruppe, den jeder gekannt hat. She tells us that the positive feedback she got from the right-wing scene spurred her on, until in the end, she was no longer herself. She regrets this. Ich muss ehrlich sagen, ich erkenne mich von damals selbst auch nicht mehr wieder. Wenn ich mir alte Videos anschaue, es ist ganz, ganz schlimm. Ich war eigentlich drogenabhängig und ich habe alle anderen auch mit Drogen abhängig gemacht. So hat sich das angefühlt. Und das durchgehend. Man war die ganze Zeit auf so einem gewissen emotionalen Level und das hat man durchgehend gefüttert. Die ganze Zeit. At some point, Lisa H. realized things had gone too far. She was in over her head. She now acknowledges that she was repeatedly contacted by people from the left-wing scene who wanted to talk to her about her worldviews. In the end, she decided to take part in an official exit program. How can you avoid breaking laws yet still post right-wing extremist propaganda on social media? Our research has shown that there are seminars given by the right-wing scene. Extremist groups, like the Europe-wide Identitarian Movement, organise workshops that teach how to keep posts and YouTube content within the legal parameters, so that it seems harmless. Und in diesen internationalen digitalen Räumen tauschen sich Rechtsextreme natürlich darüber aus, welche Methoden man am besten wählt, auf welcher Plattform man unterwegs ist, welche Erzählungen sich verbreiten. Lisa H. says she took part in one of these seminars. According to her, it took place in a fraternity building in Cologne, a conservative student association. Und man hat mir da auch ganz klar gesagt, dass das Wort völkisch ist da zum Beispiel gefallen. Also ich soll so harmlos, so weiblich aussehen wie möglich und darüber dann quasi die Politik vermitteln. Das war so das Ziel des Ganzen. We confront the fraternity and ask if the allegations are true. Have they made their premises available to the identitarian movement? To this day, we have not received an answer. Was Rechte mit Hilfe der sozialen Medien hinbekommen, dass die
so einen großen Spielraum haben, sie können schlussendlich alles machen. Und es ist eine große Gefahr. Und ich glaube, dass sich das ganz, ganz viele gar nicht bewusst sind. Und gerade unsere Regierung ist sich das, glaube ich, auch nicht bewusst, wie gefährlich das Ganze ist. This is a strong accusation. So let's take a look at the other side. What is being done about this? Pushing right-wingers offline, but how? One method used by the big platforms is what's called deplatforming. In general, when individuals or groups spread radical content, they are permanently deleted from the major social media channels. Once banned from Facebook, YouTube or others, the far right loses millions of viewers. Was wir aber ganz klar sehen, ist, dass Rechtsextremismus ein gesellschaftliches Problem ist und kein technisches Problem. Das heißt, einfach das Löschen von diesen Akteuren online führt ja nicht dazu, dass das Problem behoben ist. Und rechtsextreme Aktivitäten finden immer noch sehr viel im Netz statt. Natürlich vernetzen sie sich dort. Durch Löschen löst sich das nicht. Many far-right influencers have long since shared links to alternative platforms by the time their profiles are deleted. In their profiles, stories or posts. These links lead to small, usually encrypted groups on messenger apps such as Telegram or WhatsApp. The audience reach is much smaller, but communications can be kept more private because outsiders don't have easy access. Und das ist eigentlich das Gefährliche an der ganzen Sache. Dass es nicht nur dafür da ist, es zu streuen, sondern Leute in noch heftigere Gruppen hineinzuziehen, als sie eigentlich eh schon sind. For example, Telegram. This messenger service is hard for German authorities or journalists to reach. It's considered uncooperative. The German authorities and politicians recently increased the pressure on the service and several accounts have been blocked. A recent survey showed that Telegram has become an important platform for right-wing extremists. For example, it's known to have been used to call for the assassination of politicians or journalists. Experts warn that channels like these harbor a great danger to society. Ja, und wir sehen das halt von den gewalttätigen Ausschreitungen in den USA, in Charlottesville oder eben auch in jetzt bei dem Sturm aufs Kapitol, dass eben soziale Medien eben das zentrale Vernetzungselement sind, wie sich eben auch die verschiedenen Gruppen zusammenschließen und eben auch Aktionen und Gewalt planen. Und da ist bis heute eben auch kein wirkliches Konzept gefunden, wie das im Endeffekt unterbunden wird. Und das wird eben auch noch so weitergehen, viele Jahre, bis eben, sagen wir mal, eine verpflichtende Regulierung sich wirklich auch Europa und weltweit durchsetzt. Radicalization can start with harmless images like landscapes, women pictured in nature, or images of male friendships. Hashtags, specific language, new networks, alternative platforms can pull followers deeper and deeper into the right-wing maelstrom. Experts warn that digital platforms aren't being taken seriously enough by the government, even though they've been used as a battlefield by right-wingers for quite some time now.